Ein Hallo an die werte Zuhörerschaft. Willkommen zum Let's Play von Panzerkorps Der andere Weg. Szenario Sizilien, Runde 20 von 38. Wir haben also genau die Hälfte hinter uns, 19 Runden, und haben inklusive dieser noch 19 Runden Zeit, alle Ziele zu erreichen. Das klingt okay und vielleicht auch machbar, denn den etwas größeren, einen auch schmaleren Teil, also diesen Bereich haben wir eingenommen. Wir müssen jetzt noch hier, hier und hier Stellen durchbrechen. Und dann hier hinten überall noch Verbände vernichten und Städte einnehmen und diese drei Inseln sogar besetzen. Dann haben wir es geschafft. Wie gut das klappen wird, wir werden sehen. Wie gesagt, theoretisch die Hälfte vorbei. Eigentlich ist es aber sogar anders, denn wir haben uns in den ersten Runden doch sehr schwer getan, überhaupt Truppen landen zu können, denn die Strände der Insel waren stark vermint, überall standen Feindtruppen, die haben auch wirklich alles dicht gemacht, sodass sich überhaupt gar keine Möglichkeit ergab, irgendwo was abzusetzen. Und es hat bestimmt 5-6 Runden gedauert, genau weiß ich jetzt nicht mehr, bis wir die ersten Truppen überhaupt auf dem sizilianischen Boden hatten. Seitdem läuft es natürlich ein bisschen besser, aber der erste Teil war halt ziemlich zäh. Ja, das mal so zur Einleitung. Jetzt kümmere ich mich mal ein bisschen um die Feinde. Das ist Quatsch, ich will ja eigentlich nochmal wegfliegen. Das geht auch nicht. Ich kann das immer schlecht einschätzen, wie weit man sich bewegen darf, um dann nochmal wegfliegen zu können. Theoretisch hat er ja noch ein Feld, aber er durfte dann nicht nochmal losfliegen. Naja, muss ich mal gucken. Und zwar, machen wir es mal so. Wir greifen erstmal hier die Verteidiger an. Das ist ja auch eher ein gegen Infanterie nützliches, nützliche Artillerie, deswegen. Genau, machen wir das Ganze so. Jetzt haben wir hier so eine schöne Pack. Die wir natürlich nur zu gern gegen seinen Panzer benutzen. Jawohl, ja. Der sich zurückzieht und dann Opfer unseres Doppeldeckers werden darf. Er hat das aber gut. Ja, strategischen Bomber hier auf die Stadt. Und dann versuchen wir, die Stadt direkt einzunehmen. Panzer können wir da wenig reißen, aber mit der Infanterie sehr wohl. Noch ein Artillerieschlag. Und da sind sie weg. So wie das auch sein soll. Nehmen die Stadt ein. Fahren wir mit unserem Aufklärer wieder raus, denn der ist ziemlich geschwächt. Und den möchte ich jetzt dort nicht riskieren. Mit unserer wunderbaren Stuck können wir lustige Dinge tun. Zum Beispiel könnten wir seine Artillerie da hinten unterdrücken. Wir könnten seinen Bunker angreifen. Was ich gleich mal machen werde. Und wir könnten seine Flak angreifen. Mit der Flak beschäftige ich mich noch nicht. Ich muss das noch nicht tun. Ich brauche noch nicht in deren Reichweite zu fliegen, zu fahren. Also spare ich mir den Angriff und konzentriere mich lieber auf andere Dinge. Natürlich nicht so richtig voran. Ein bisschen Feuer und das gibt Erfahrungspunkte. Ja. Nicht viele, aber ich habe 30 Torpedos an Bord, wie auch immer, die da in das U-Boot reingepasst haben. Dafür nutze ich sie halt. Hier muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht umrundet werde. Ich sag, da ist das U-Boot auch, wie vermutet. Es ist ja nur ein Bremsen der Feinde, mehr nicht. Ich greife auch gleich dieses U-Boot an. Konnte nicht wegtauchen, hat minimale Verluste erlitten, aber so wie gesagt, zumindest nicht wegtauchen. Ja, jetzt würde ich natürlich zu gerne hier drüben den Bunker vernichten, aber ihr seht, ich komme noch nicht heran. Wie machen wir das? Artillerie muss weg, Bunker muss weg. Die kommen erstmal in den anderen Modus. Wir unterdrücken erstmal die feindliche Artillerie. Und zwar ordentlich, komplett unterdrückt. Das ist natürlich genau das, was wir uns vorgestellt haben. Das erleichtert unser Vorgehen enorm. Ach, auch das lief hervorragend, muss ich sagen.
Denk dran, wir wollen die Stadt noch nicht einnehmen, ja? Es ist nicht unser Ziel oder nicht unser Hauptanliegen, das zu tun. Das ist ja auch nochmal eine Artillerie, ne? Eine leichte. Gibt auch nochmal Deckungsfeuer, deswegen kriegen wir überhaupt Schaden hier auf der Seite. Ansonsten könnte es uns ja fast egal sein, was da passiert. Aber so. Ich pack hier runter. Bam. Ergibt sich. Das war jetzt wunschgemäß. Artilleriedeckung. Noch mehr Artilleriedeckung. Noch ein bisschen Infanterie nachführen, noch ein bisschen Pack nachführen, so von allem was. Nächste Runde sollten wir dieses Gebiet erobern können. Tja, nächste Runde sollten wir auch vielleicht hier drüben einziehen können, wenn wir denn wollen. Da muss ich halt noch mir ausdenken, ob ich das wirklich möchte oder ob ich das nicht möchte. Ich nehme erstmal hier diesen Ort ein, den wir vergessen hatten. Und wieder zurück, auch mit der Infanterie bewege ich mich jetzt sehr hoch. Wir wollen schließlich in den Hafen, hatte ich ja schon verkündet. Und wir müssen mit unseren Schiffen jetzt mal etwas aggressiver zum Einsatz kommen. So, wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht weiß, denn wo die Feinde stehen, dann könnte ich es natürlich ganz anders agieren, aber noch ist es mir nicht bekannt. Ich werde mich jetzt erstmal um die kümmern, die ich sehe. Das klappt ja schon ganz hervorragend. Ansonsten versuchen hier durch eine geschickte Umgehung eine Artilleriedeckung wegzumauscheln. So. Erbitterte Gegenwehr auch noch das. Naja, zum Glück ist die erbitterte Gegenwehr nicht ganz so erbittert und nicht ganz so schrecklich, wie es sein könnte. Also da bin ich noch ganz happy drüber. Das ist alles noch im Rahmen. Ja. So, unsere Schiffe, unsere Aufklärer. Den muss ich mir aufheben, den brauche ich noch für die Minen. Den kann ich nicht ganz so aggressiv, offensiv umgehen, wie ich gern möchte. Ich weiß nicht genau, wo der Feind hier oben steht. Da schon mal nicht. Admiralkraft Spee, auf die müssen wir ein bisschen aufpassen. Also auch jetzt kann ich noch nicht so aggressiv sein, wie ich gern würde. Wir haben schlicht nicht genug eigene Schiffe im Angebot, in Reichweite, in Schlagweite. Ist nun mal so. Ziehe ich auch mit da oben. Der, hab ich ja schon mal gesagt, kommt dann vielleicht hier zum Einsatz. Je nachdem. Okay, der Bunker hier drüben ist ja gefallen. Das heißt, wir könnten jetzt auch mit unseren Flugzeugen ein bisschen zuschlagen. Finde ich schon mal gut. Dann machen wir das doch mal. Den einen hier drüben sollte ich vielleicht meine Jagddeckung mitgeben. Genau. Auch den Geschützen hier oben sollte ich eine Jagddeckung geben. Das war ja nicht so übel. Seine Artillerie angreifen. Jetzt können wir so ein bisschen vor uns hin bomben. Kommt eine ganze Weile nicht. Jetzt haben wir mal ausnahmsweise wieder die Gelegenheit, unsere Luftstreitkräfte, also die Stärke unserer Luftstreitkräfte etwas auszuspielen. Dann könnte ich für Deckung sorgen. Könnte auch einfach meine Schiffe ein bisschen schützen. Auch keine schlechte Idee. Damit sind also Flugzeuge alle im Einsatz. Die Fallschirmjäger werden verfrachtet an Bord. Die dürfen mitkommen. Und zwar brauche ich die auf den Inseln. Eine Insel hier drüben hatte ich ja schon festgelegt oder festgestellt. Euch gesagt, eine Insel hier hinten und eine Insel ganz weit weg. Also schicken wir die zu der Insel ganz weit weg.
Das ist, glaube ich, die beste Idee, dort unten hin zu fliegen. Mal gucken, dass ich jetzt nicht irgendwo im... Ich mache das mal so. Jagddeckung bleiben. Und dann müssen die halt auf einem langen Weg bis dorthin finden, wo ich sie dann absetzen kann und meinem Ziel ein Stück näher bin. Ja, mit dem Aufklärer. Das wäre blöd. Den Angriff zu machen brauche ich eigentlich auch nicht. Jetzt hier rüber zu fahren ist auch Quatsch. Die Jungs anzugreifen ist auch irgendwie Quatsch. Irgendwie ist das alles gerade blöd und unnötig. Oben in den Bergen brauche ich sie nicht. Bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich mit den Jungs anstellen soll. Aufklärer ist ja ganz nett, aber alleine gegen eine verschanzte Infanterie zu kämpfen, hier oder hier oder hier, ist irgendwie, hat irgendwie keinen Zweck, hat irgendwie null Sinn. Also, ich bewege den dahin und fertig. Kann man sonst noch irgendwas machen? Im Grunde nicht. Doch, hier, halt zurück. Die Flak. Wo soll sie lang? Oben wäre hübsch. Aber da sind halt die feindlichen Schiffe noch aktiv. Deswegen machen wir das nicht oben lang. Die Artillerie, das ist richtig. Die steht da blöd. Könnte man unsere eigene Artillerie sinnvoller aufbauen. Hierhin wäre doch ganz nett. So. Und damit sind wir durch. Gut, Rundenende. Mal sehen, wie es Wetter wird. Da kommt sein Schlachtschiff angefahren. Oh oh, jetzt wollen sie es unserer Artillerie-Flakdeckung aber zeigen. Oha, und der Gegner hat neue Zerstörer im Angebot. Das ist schlecht. Ganz schlecht für uns. Das hat gut funktioniert. Greif mich ruhig an. Passt schon. Das war weniger hübsch. Man kann auch immer ahnen, dass da ständig neue Jäger unterwegs sind. Eieiei, der Doppeldecker muss leiden. Und das war's. Runde 21. Es ist bewölkt. Schauen wir mal. Was haben wir denn an Gegnern? Wir haben hier zweimal Flugzeuge. Die Schiffe hier oben. Den Zerstörer hier unten. Und die U-Boote, um die wir uns kümmern müssen. Also machen wir erstmal hier wieder U-Boot-mäßig dicht. So. Kommt er nicht so schnell vorbei, Jungs. An. Ausgewichen, schade. Den Zerstörer halte ich mal noch zurück. Der ist alleine zu schwach. Der kann höchstens ein angekratztes U-Boot beschäftigen, aber alleine ist er halt nicht in der Lage, da irgendwas zu bewirken, sinnvoll. So. Dann haben wir hier den richtigen Bomber. Seinen Zerstörer. Jawohl. Unser U-47 wollte ranfahren, leider Minen im Weg. Schade, schade, schade. Das hätte jetzt natürlich gut funktioniert, aber da war es mal wieder nichts. Okay. Die Städte, wie gesagt, wenn ich sie besetze, geht der Spaß auch schon los. Das ist ein bisschen das Problem. Neuen strategischen Bomber. Kommen wir erstmal um seinen Zerstörer. Quatsch, um seinen Jäger. Naja, SU-1000. Gutes Flugzeug. Damit kann man schon ein bisschen Ärger machen, dem Ding.
Aber vielleicht kriege ich sie abgeschossen. Ich nichts dagegen. Jawohl. Das sind wir los. Das Ding hier unten sollte eigentlich überhaupt gar kein Problem darstellen, da wir unsere eigene Flak ja in Reichweite haben. Gucken, wie wir das am besten machen. So, mit dem Panzer hier runter, den Panzer töten. Auf Wiedersehen. Dann wollen wir mal seine Artilleriedeckung wegnehmen. Oh, da ist gar nichts passiert. Auch interessant. Auch die Flak war sehr ineffektiv, muss ich mal sagen. Da hatte ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Aber so kann es gehen. Wenn sich ja zu sicher ist, dann klappt es nicht unbedingt. Noch einen Punkt, dann ist er weg. Und hier hinten kommt ein neuer taktischer Bomber an. Auch interessant zu wissen, ne? Vielleicht können wir auch da schon aktiv werden. Oh, 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 oh. Eigentlich einen Jäger übersehen. Aber das kann der nur einmal machen. Nur ein einziges Mal. Ja, der müsste sich erstmal zurückziehen. Muss echt mal schauen, wie kann man denn jetzt am effektivsten agieren. Greifen wir erstmal die Torio an. So ein Geschenk nehme ich natürlich dankend gerne mit. Greifen wir die Stellung hier oben schon mal an. Was haben wir jetzt noch an Flugzeugen frei? Unten haben wir noch 1, 2, 3 Maschinen. Wir müssen die alle wegkriegen. Also, dann machen wir es so. Der hier hoch. Damit ist das die Geschichte. Unser Stuka fliegt einfach noch in Angriff. Da geht es nicht mehr unabhängig und alleine, sondern sich mal zurück und er fliegt mit hier rüber. Man wüsste, wohin am besten ist. Wenn ich hier hinfliege, kann natürlich sein, dass hier hinten irgendwo eine Flakdeckung steht. Ich riskiere es jetzt mal. Ja. Damit haben wir ihm jetzt 3 Flugzeugverbände zerstören können. Das ist gut. Jetzt sind wir schon mal ein Stückchen weiter auf unserer Wunschliste. So. Kann man auch mal Schiffsartillerie sprechen lassen. Das ist nett. Wer sonst bisher da nicht wirklich eine Chance hatten mitzuspielen, mitzureden. Und hier oben fange ich schon mal an, die Verteidiger der Insel zu bomben. Wir müssen ja komplett vernichtet sein, bevor wir überhaupt eine Chance haben, uns daran zu bewegen. Das ist ein bisschen das Problem hier. Aber es gibt ja nur ein Inselfeld und wenn das Inselfeld nicht leer ist, können wir nicht rein. Also schicke ich alles dort hoch. Okay, dann spielen wir hier drüben mal weiter. Artillerie weg. Versuchen wir noch seine Flak auszuschalten. Jawohl. War das eigentlich nicht gedacht. So ist das alles ganz nett. Jawohl. Der ist noch nicht reingerückt, diesen noch nicht reingerückt und diesen auch noch nicht reingerückt. Also diese Runde lassen wir bewusst. Da versuchen wir bewusst nicht die Städte einzunehmen. Hatte ich ja schon erklärt, nur mehrfach schon. Wieso, weshalb, warum das so ist.
funktionieren. Aufmunitionieren. Könnte ich ein Stück reinfahren und dann könnte ich auch zuschlagen. Mache ich auch mal. So. Und tschüss. Genau, damit sind die Verteidiger schon mal ganz schön im Popo. Mal werden wir nicht mal hier rein. Gehst du zurück? Gehst du? Gott sei Dank steht das Ding momentan als Artillerie. Gott sei Dank. Wenn mich jetzt nicht so gewesen wäre, hätte ich jetzt die Stadt besetzt, was ich ja unbedingt vermeiden möchte. Haben wir ja schon mal 100 Mal drüber geredet. Genau das wäre jetzt passiert. Super, oder? Also manchmal, da... Die Flak in den Flak-Modus. Zurück. Die Infanterie hier hoch. Die Artillerie dazwischen. Und die Artillerie vor und die eine davor. So. Ja. Also bis nächste Runde können wir es aushalten. Dann besetzen wir diese Stadt und versuchen auch noch diese Stadt zu besetzen. Und dann wird sich wahrscheinlich das Kommando Supremo auf den Weg machen müssen, weil dann wird es nämlich auch für die ein bisschen brenzlig. Und man kennt das ja, am besten führt es sich von hinten in Sicherheit. Zumindest gibt es etliche Kommandeure, die dieser Meinung sind. Und das wird beim Kommando Supremo nicht anders sein. Wo müssen wir aufpassen? Hier. Ein Jäger, noch ein Jäger. Es sind zwei Jäger da. Sehe ich gerade. Wir müssen jetzt echt auf unsere Fallis aufpassen. Ich setze die erstmal an die Deckung von zwei Jägern. Das sollte ja eigentlich genügen. Und ansonsten habe ich hier erstmal keine weiteren Aufgaben zu erfüllen. Also sagen wir Rundenende. Oha, 4. Man kann nichts machen. Torio entfernt sich vom Ufer. Ein schwerer Kreuzer greift ein. Der leichte Kreuzer kann mir so gut wie nichts mehr tun. Wir haben gerade ein U-Boot eingebüßt. Die versuchen mich weiter zu umgehen. Ei, das ist natürlich schlecht jetzt. Dass da noch ein strategischer Bomber plötzlich auftaucht, das ist natürlich übel. Alles nicht so ideal. Flakbunker gibt es auch noch. Der Panzer sollte ja eigentlich hier stehen bleiben. Der hat sich ja bewegt. Ohne Aufforderung, wenn ich es mal so ausdrücken will. Wir sind in Runde 22. Ja, jetzt sollten wir versuchen, die Littorio zu vernichten. Die Bolzano zu vernichten. Hier unten den Zerstörer anzukratzen. Und der feindlichen Flugzeuge zu erledigen. Und die drei Städte einzunehmen. Ob das funktioniert, unser großer Plan, oder nicht, das werden wir bald wissen. Ich hoffe es natürlich. Zeitlich ist es halt nicht mehr ganz so komfortabel. Wir müssen jetzt ein bisschen Druck machen. Wir müssen hier echt vorankommen. Ihr seht ja, an Verteidigung fehlt es nicht. Das ist ein harter Brocken. Hier haben wir eine Menge noch zu machen, bevor wir überhaupt so weit sind. Auch hier sind wieder Verteidiger eingegraben, in Überstärke verschanzt. Mit Unterstützung, bevor wir dann wirklich mal irgendwann Richtung Palermo kommen. Und selbst die Städtchen hier hinten müssen wir ja noch unter unsere Kontrolle bringen. Also gewonnen ist hier noch lange nichts. Ja, das soll es soweit gewesen sein von diesmal. Ihr merkt schon, die Videos sind ein bisschen kürzer, als ihr das kennt. Das hat den Vorteil, dass ich es jetzt schaffe, ein paar mehr aufzunehmen und euch zu darzubieten. Besser, denke ich mal, als es ein paar lange zu machen und da mehr Abstand zu lassen. Auf die Variante haben wir alle ein bisschen mehr davon. Ich kann die besser aufnehmen, ihr habt regelmäßigeren Nachschub, bis hier alles wieder normal verläuft. Okay, dann
freue ich mich aufs nächste Video, aufs Weiterspielen, ihr hoffentlich auch. Schreibt doch mal was in die Kommentare, empfehlt mich weiter, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt und bleibt mir gewogen. Ciao, ciao.